Für viele Börsenoptimisten war es ein fantastisches erstes Halbjahr an den Börsen weltweit. Der DAX zeitweise auf einem neuen Allzeithoch. Und in diesem Umfeld findet der diesjährige DRB Depot Contest statt. Heute zu Gast die Partners Vermögensmanagement AG. Aktuell Platz 1 im Anlegerprofil ausgewogen. Also sehr, sehr weit vorn mit dabei. Übrigens auch in der sicherheitsorientierten Anlegerschaft ganz weit vorn. Hier das Profil ausgewogen, das wollen wir uns genauer angucken, mit einem Depotwert von 715.000 Euro. Es fällt auf, viel, viel Cash. 360.000 Euro sind noch da oder schon wieder da. Und ein sehr beeindruckender Chartverlauf, gerade im zweiten Quartal. Ein sehr, sehr beeindruckender Anstieg im Depot der Vermögensmanagement, der Partner Vermögensmanagement AG. Bei mir ist Burkhard Wagner. Wir wollen etwas ausführlicher über dieses Depot reden. Ja, wie schafft man das in diesem Umfeld? Es war ja ein gutes Umfeld, das müssen wir natürlich sagen. Aber trotzdem hier den Platz 1 erst einmal in der Halbjahreswertung zu erringen. Ja, Halbjahreswertung, Herr Franek. Erstmal grüß Gott. Halbjahreswertung ist nicht das Ende. Gezählt wird am Bahnhof, also am Schluss. Sprich jetzt, aber sind wir sehr stolz drauf, dass doch die letzten Monate sehr, sehr gut eingeschätzt wurden, auch von der Entwicklung. Und deswegen sind wir momentan auch in der Cash-Position auf der Lauer nach relativ guten Möglichkeiten für die nächsten Monate. Sie haben sehr stark auf die Aktien gesetzt, die Aktienquote sehr weit oben gehabt im ersten Halbjahr und wenn ich das richtig gesehen habe im Depot, fahren Sie sie aber sukzessive zurück. Warum? Ja, weil der Markt ist natürlich schon sehr, sehr schön gelaufen. Diese extrem preiswerte Entwicklung, die wir am Anfang des Jahres noch hatten, ist doch weitestgehend kompensiert. Die volkswirtschaftliche konjunkturelle Seite läuft nicht mehr so uneingeschränkt positiv. Es gibt schon vereinzelte Störmanöver von der konjunkturellen Seite aus. Es ist oft auch nur noch eine Liquiditätshosse, eine Liquiditätsentwicklung und die Überlegung, dass die Anlagealternativen fehlen. Schauen Sie sich das Problem an der großen Versicherungsgesellschaften, die Renditen produzieren müssen, die 3 oder 4% Rendite garantiert haben in ihren Lebensversicherungsverträgen. Die haben das Problem, dass sie diese Renditen nicht mehr bekommen. Und die klassischen Anleihen können leider nur noch 1 bis 2% bei überschaubarer Laufzeit bringen. Und da ist die Herausforderung auch für die nächsten Monate noch. Also, Sie werden vorsichtiger. Wir haben das Gespräch auch genannt, das Depot für den vorsichtigen Optimisten. Und gucken uns mal 1, 2, 3 Investments an. Beispielsweise sehe ich Wandelanleihen im Depot von der TUI, von der Heideldruck. Vielleicht greifen wir einfach mal eine raus und erklären, warum eine Wandelanleihe in solchen Zeiten möglicherweise ein gutes Investment ist. Ja, Wandelanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die neben einer festen Verzinsung auf die Anleihe entsprechend ein Wandelrecht in Aktien des Unternehmens gleichzeitig mit verbriefen. Das heißt, Sie haben natürlich die Situation, bei steigenden Aktienkursen steigt auch der Wert dieses Wandelrechts innerhalb dieser Anleihe. In Schwächephasen puffert doch der entsprechende Coupon der Anleihe etwas ab. Jetzt ist es kein Chamäleon, was immer sozusagen ein Dauerläufer immer nur Positives produziert, aber in der Regel ist erwiesen auf lange Sicht, dass in positiven Marktentwicklungen Wandelanleihen ca. 2/3 einer positiven Wertentwicklung mittragen und in Schwächephasen eher nur zu 1/3 nach unten mitgehen. Und das ist für uns in diesen Zeiten eigentlich eine recht gute Alternative, mit internationalen Wandelanleihen entsprechend gut positioniert zu sein, auch an steigenden Aktienpreisen mit zu partizipieren, ohne das Risiko einer direkten Aktienanlage zu haben. Weiterer Bestandteil dieses Depots ist ein Capped Reverse-Bonus-Zertifikat. Das klingt immer sehr kompliziert, ja? Muss man auch den Anlegern ein bisschen erklären, was kann dieses Zertifikat in diesem Depot bewirken? Ja, wir in dem Depot haben wir immer noch ca. 25% Aktienquote, also ca. die Hälfte des maximal zulässigen. Dieses wollen wir ein bisschen absichern, dahingehend, dass wir mit diesem Teilinvestment auf einen konträren DAX setzen. Klingt kompliziert, genau wie Sie sagen, Herr Franek. In dem Fall ist es so, der DAX kann bis 9.700 Punkte, ich wiederhole, bis 9.700 Punkte, momentan sind wir bei 8.200, steigen und Sie haben immer noch eine 11-prozentige Rendite auf dieses Zertifikat. Sollte der DAX über diese 9.700 Punkte gehen, dann würden natürlich überdurchschnittliche Verluste bei diesem einzelnen Zertifikat zu Buche stehen. Auf der anderen Seite hätten wir dann aber mit unseren Aktien relativ gut, ich will nämlich sagen sehr gut, aber zumindest ordentlich verdient, sodass dieser Verlust dann wieder aufzuwiegen wäre. Soll heißen, wir sichern damit unsere Aktienposition etwas ab, wobei, wie gesagt, bis 9.700 Punkte eigentlich da noch kein nennenswerter Verlust drauf entstanden ist. Erst dann wird es ein bisschen kitzlig. Und letzter Punkt, wir könnten noch viel mehr rausgreifen natürlich, aber einen haben wir noch, den Zahnke Euro High Yield von Dietmar Zahnke. Wie funktioniert dieser Fonds? Warum haben Sie den mit für den vorsichtigen Optimisten reingeholt ins Depot?
Ja, ich habe den Herrn Zandke kennengelernt, er hat bei uns präsentiert. So machen wir das regelmäßig, dass wir Fondsmanager auch einladen, die dann ihr Konzept und ihre Profession entsprechend bei uns vorstellen. Der Herr Zandke hat uns überzeugt als einer der tragfähigen Corporate Bond Spezialisten, also die im Unternehmensanleihenbereich wirklich hervorragende Expertise, langfristige Expertise haben. Deswegen, da wird die Performance durch Personen gemacht, nicht durch Institutionen. Also auch unser Ansatz eigentlich das allerselbe, sodass wir da eigentlich überhaupt keine Probleme haben, ihm entsprechend dann Geld auch anzuvertrauen in seinen Fonds. In dem Fall ist es ein High-Yield-Bond-Fund, der also jetzt nicht bei Siemens, E.ON und Daimler in Anleihen investiert, sondern eher in höher verzinslichen Anleihen mit der Auswirkungen, dass man natürlich etwas spekulativere Investments dann auch geht. Also nicht immer Investment-Grade geratete Anleihen, sondern auch mal schlechtere Bonität, aber dafür Risiko gestreut. Mit dem Ansatz von Herrn Zandke fühlen wir uns da sehr, sehr wohl. Die laufende Rendite dürfte circa bei etwas über 5% liegen. Damit können wir für den Anteil recht gut leben. Schlussfrage. Das restliche Börsenjahr 2013, keine Angst, ich möchte jetzt keine DAX-Prognose von Ihnen hören, aber es gibt sicherlich Erwartungshaltungen, die Sie uns mitgebracht haben. Wie schauen die aus? Ich wollte Ihnen schon sagen, wir schließen den DAX Jahresende bei 7.912 Punkten. So genau machen wir es natürlich nicht. Wir haben aber Anfang des Jahres 7.900 DAX-Punkte als Jahresendziel herausgegeben und wir halten da nach wie vor aufrecht. Also es soll bedeuten, dass wir eher noch von weiteren Schwankungen ausgehen. Deswegen haben wir uns auch eine ordentliche Liquiditätsposition zur Verfügung gestellt, wir legen uns auf die Lauer. Wir schauen, wo sich Möglichkeiten ergeben in den nächsten Monaten. Ich persönlich würde mich nicht wundern, wenn wir vom DAX nochmal 10% aus heutiger Sicht nochmal runtergehen, nochmal fallen. Das wäre dann eine ganz interessante Möglichkeit, wieder auf dem Level eventuell wieder langsam die Aktienposition zu erhöhen. Also wir glauben, am Ende des Jahres wird es falsch sein, wenn man sagt, zur Hälfte des Jahres hatten wir 7,5%, jetzt müssen es 15 sein. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall. Ich persönlich wäre froh, wenn wir so ein 10%, 11%, 12% am Jahresende in dem Contest produziert hätten. Dann wäre ich sehr, sehr zufrieden. Und dann hätten Sie der sogenannten kalten Enteignung auch ein Schnippchen geschlagen. In jedem Falle mit diesen Renditen. Das war Burkhard Wagner von der Partners Vermögensmanagement AG. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke, Herr Fanny.